And do the prosecution wish to cross-examine? Mr. Defendant, your counsel divided your examination into two parts, which he described first as your personal responsibilities and secondly as political part of the case, and I'll follow the same division. You have stated a good many of the matters for which you were not responsible, and I want to make clear just what your sphere of responsibility was. You were not only a member of the Nazi Party after 1932, but you held high rank in the party, did you not? Richtig. And what was the position which you held in the party? Ich habe das bereits in der Vorvernehmung angegeben. Ich wurde vorübergehend im Jahr 1934 ein Abteilungsleiter innerhalb der Arbeitsfront für die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse in den deutschen Betrieben. Dann war ich Beauftragter für Bauen in dem Stabe Hess. Beide Tätigkeiten habe ich niedergelegt im Jahre 1941. Niederschrift dieser Besprechung, die ich mit Hitler damals hatte, liegt vor. Nach dem 8. Februar 1942 wurde ich automatisch der Nachfolger von Todt im Hauptamt für Technik in der Reichsleitung der NSDAP. And what was your official title? Die Titel in der Partei waren neu eingeführt. Sie waren so kompliziert, dass ich sie im Moment nicht sagen kann. Es war aber die Tätigkeit eines Hauptamtsleiters in der Reichsleitung der NSDAP. Es hieß so ähnlich wie Hauptdienstleiter oder sowas. In the 1943 directory, it would appear that you are the Hauptamt for Technik. Your rank appears to be Oberbefehlsleiter. Which, as I understand... Das kann sein, ja. Which, as I understand, corresponds roughly to a lieutenant general in the army of the United States. Es war im Verhältnis zu den übrigen Aufgaben, die ich hatte, sehr wenig. You attended party functions from time to time and were informed in a general way as to the party program, were you not? Ich nahm vor 1942 an den verschiedenen Parteitagen hier in Nürnberg teil, weil ich ja als Architekt daran beteiligt war. Und hatte sonst selbstverständlich bei den offiziellen Parteiveranstaltungen oder bei Reichstagssitzungen war ich im Allgemeinen anwesend. You heard discussed and were generally familiar with the program of the Nazi Party in its broad outlines, were you not? Selbstverständlich. There's some question as to just what your relation to the SS was. And will you tell me whether you were a member of the SS? Nein, ich war nicht Mitglied der SS. You filled out an application at one time, or one was filled out for you, and you never went through with it, I believe. Something of that sort. Das war im Jahre 1943, wollte Himmler haben, dass ich in der SS einen hohen Rang bekomme. Er hatte es bereits früher mehrmals gewünscht gehabt, wie ich noch Architekt war. Ich habe mich aus der Affäre dadurch gezogen, dass ich sagte, ich wäre bereit, einfacher SS-Mann bei ihm zu sein, weil ich früher schon mal SS-Mann
gewesen wäre. Darauf hat der Gruppenführer Wolf einen Fragebogen ausgefüllt, provisorisch ausgefüllt, und wollte feststellen, wie meine frühere SS-Tätigkeit aussah im Jahr 1932. Es stellte sich bei seiner Untersuchung heraus, dass ich damals nicht als SS-Mitglied geführt wurde. Und aus dieser Tatsache heraus wurde dann diese SS-Mitgliedschaft nicht durchgeführt, weil ich nicht ein neues SS-Mitglied sein wollte. And why did you not want to be a member of the SS, which was after all one of the important party formations? Nein, ich war bekannt dafür, dass ich diese ganzen Ehrenränge ablehnte. Ich wollte diese Ehrenränge nicht haben, denn ich fand, man sollte nur da einen Rang haben, wo man eine Verantwortung hat. Das war der Grund für mich. And you didn't want any responsibility in the SS? Ich hatte mit der SS zu wenig Berührungspunkte und wollte keine Verantwortung dort haben. Now, there have been some testimony about your relation to concentration camps. And as I understand it, you have said to us that you did use and encourage the use of forced labor from the concentration camps. Ja, wir benutzen diese in der deutschen Rüstungsindustrie. And I think you also recommended that persons in labor camps who were slackers be sent to the concentration camps, did you not? Das war die Frage der sogenannten Bummelanten. Unter Bummelanten verstanden wir Arbeitskräfte, die nicht rechtzeitig zur Arbeit kamen oder die Krankheit vorschützten. Und gegen diese Arbeitskräfte wurde während der Kriegszeit bei uns scharf vorgegangen. Ich habe diese Maßnahmen gebilligt. In fact, at the October 30th, 1942 meeting of the Central Planning Board, you brought the subject up in the following terms, did you not? Quoting Speer, we must also discuss the slackers. Lie has ascertained that the sick list decreased to 1/4 or 1/5 in factories where doctors are on the staff who are examining the sick men. There is nothing to be said against SS and police taking drastic steps and putting those known as slackers into concentration camps. There is no alternative. Let it happen several times and the news will soon go round. That was your recommendation. Yeah. In other words, the workmen stood in considerable terror of concentration camps and you wanted to take advantage of that to keep them at their work. Did you not? Es war sicher, dass das Konzentrationslager bei uns einen schlechten Ruf hatte und dass daher ein Verbringen in die Konzentrationslager oder die Androhung einer derartigen Möglichkeit schon von vornherein die, den Fehlstand in den Betrieben herabsetzen musste. Aber es ist in dieser Sitzung, wie ich gestern schon ausführte, nicht weiter darüber gesprochen worden. Es war eine der vielen Bemerkungen, die man in der Erregung schon einmal im Kriege machen kann. However, it's very clear, and if I misinterpret you, I give you the chance to correct me, that you understood the very bad reputation that the concentration camps had among workmen, and that the concentration camps were regarded as being much more severe than the labor camps as places to be. Das ist richtig, das wusste ich. Ich wusste natürlich nicht das, was ich hier im Prozess gehört habe.
aber das andere war eine allgemein bekannte Tatsache. Well, it was known throughout Germany, was it not, that the concentration camps were pretty tough places to be put. Ja, aber nicht in dem Sinne, der hier in dem Prozess aufgedeckt wurde. And the bad reputation of the concentration camp, as a matter of fact, was a part of its usefulness in making people fearful of being sent there, wasn't it? Zweifellos waren die Konzentrationslager ein Mittel, ein Drohmittel, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. And to keep people at work. Das möchte ich in dieser Form nicht sagen. Ich behaupte, dass auch die ausländischen Arbeitskräfte bei uns zum größten Teil ihre Arbeitsleistung freiwillig vollbrachten, wenn sie erst in Deutschland waren. Well, we'll take that up later. You used concentration camp labor in production to the extent that you were required to divide the proceeds of the labor with Himmler, were you not? Das habe ich nicht verstanden. Well, you made an agreement finally with Himmler that he should have 5%, or roughly 5% of the production of concentration camp labor, while you would get for the your work 95%. Nein, das ist nicht ganz richtig. Well, tell me how it was. That's what the documents indicate, if I read them aright. Ja, das steht in meinem Führerprotokoll so darin. Ich möchte den Sinn erklären. Himmler wollte in seinen Konzentrationslagern, wie ich gestern ausführte, selbst Fabriken bauen und hätte dann eine unkontrollierte Waffenherstellung gehabt. Das wusste Himmler natürlich. Diese 5% an Waffen, die an Himmler hätten abgegeben werden sollen, waren in gewissem Sinne die Entschädigung dafür, dass er auf die Errichtung dieser Fabriken in den Konzentrationslagern selbst verzichtete. Es war ja für mich nicht so ganz einfach psychologisch, Himmler, der bei Hitler selbst immer wieder den Gedanken vorbrachte, in den Konzentrationslagern Rüstungsbetriebe zu errichten, in irgendeiner Form von dieser Idee abzubringen. Und ich hoffte, dass durch diese 5% an Waffen er dann zufriedengestellt ist. In der Tat wurden dann diese 5% nie ausgeliefert. Das haben wir über den Chef Heeresstab beim OKW, General Buhle, auf stillem Wege so erledigt, dass er diese Waffen nicht bekam. Well, I'm not criticizing the bargain, you understand. I don't doubt you did very well to get 95%. But the point is that Himmler was using, with your knowledge, concentration camp labor to manufacture arms, or was proposing to do so. And you wanted to keep that production within your control. Kann die Übersetzung etwas lauter sein? Ich hatte... Kannst du mal wiederholen? You knew at this time that Himmler was using concentration camp labor to carry on independent industry and that he proposed to go into the armament industry in order to have a source of supply of arms for his own SS. Yeah. Yeah. You also knew the policy of the Nazi Party and the policy of the government towards the Jews, did you not? Ich wusste, dass die Nationalsozialistische Partei antisemitisch ist und ich wusste, dass die Juden aus Deutschland
evakuiert worden sind. In fact, you participated in that evacuation, did you not? Nein. Well, I gather that impression from document L156, exhibit RF1522, a letter from the Plenipotentiary General for Manpower, which was dated the 26th of March, 1943, which you've no doubt seen. You may see it again if you wish. In which he says, at the end of February, the Reichsleader SS, in agreement with myself and the Reich Minister for Armaments and Munitions, for reasons concerning the security of the state, removed from their places of work all Jews who were still working freely and not in camps, and either transferred them to labor corps or collected them for removal. Was that a correct representation of your activity? Nein. Will you tell me what part you had in that? There is no question that they were removed and put into labor corps or collected for removal, is there? Ja, das ist richtig. That was done, yeah. Now, you say you did not do it, so will you tell me who did? Das ist ein längerer Vorgang. Wie ich im Februar 1942 mein Amt antrat, war bereits die Forderung der Partei, die Juden, die noch in den Rüstungsbetrieben beschäftigt waren, zu entfernen aus den Rüstungsbetrieben. Ich habe damals dagegen Einspruch erhoben und habe erreicht, dass Bormann ein Rundschreiben herausgab, dass diese Juden weiter in den Rüstungsbetrieben beschäftigt werden dürfen und dass den Parteidienststellen verboten ist, den Betriebsführern wegen dieser Beschäftigung der Juden politische Vorwürfe zu machen. Diese politischen Vorwürfe wurden den Betriebsführern von den Gauleitern gemacht. Und zwar war das in der Hauptsache im Gau Sachsen und im Gau Berlin. Dann fand wieder, daraufhin konnten die Juden in den Betrieben bleiben. Ich hatte dieses Rundschreiben der Partei, ohne dazu die Ermächtigung zu haben, in meinem Nachrichtenblatt an die Betriebsführer, an sämtliche Betriebsführer geschickt, damit ich Beschwerden der Betriebsführer bekomme, falls die Partei trotzdem diese Weisung nicht nachkommt. Daraufhin war Ruhe in dieser Frage bis zum September oder Oktober 1942. In dieser Zeit war eine Besprechung bei Hitler, bei der auch Saugel anwesend war. In dieser Besprechung forderte Hitler sehr scharf, dass nun diese Juden aus den Rüstungsbetrieben heraus müssten und ordnete das an. Das geht aus einem Führerprotokoll hervor, das noch erhalten ist. Trotzdem ist es wieder gelungen, die Juden noch in den Betrieben zu halten. Und dann ist erst im März 1943, wie das Schreiben zeigt, dieser Widerstand erfolglos gewesen und die Juden mussten aus den Rüstungsbetrieben herausgehen. Ich muss darauf aufmerksam machen, dass es sich hier, so viel ich noch in Erinnerung habe, nicht um das Gesamtproblem der Juden handelte, sondern es haben sich in den Jahren 1941 und 1942 Juden in die Rüstungsbetriebe begeben, um dort eine kriegswichtige Arbeit, eine kriegswichtige Beschäftigung zu haben. Und mit dieser kriegswichtigen Beschäftigung konnten sie der Evakuierung, die damals schon in vollem Gange war, entgehen. Sie waren in der Hauptsache beschäftigt in der Elektroindustrie, und hier hat zweifellos Geheimrat Bücher von der Elektroindustrie, von AEG und Siemens,
etwas nachgeholfen, um die Juden dort in größerem Umfang aufzunehmen. Diese Juden waren noch völlig frei und ihre Familien waren noch in ihren Wohnungen. Dieses Schreiben ist mir natürlich nicht vorgelegen von Gauleiter Saukel. Aber, und Saukel behauptet ja, dass er es selbst auch nicht gesehen hätte, aber es ist zweifellos richtig, dass ich vor dieser Aktion davon Kenntnis bekam, denn es musste ja die Frage diskutiert werden, wie der Ersatz zu schaffen ist. Es ist aber genauso sicher, dass ich auch damals dagegen Protest erhob, dass diese Fachkräfte mir aus der Rüstung genommen werden, weil das für mich, abgesehen von anderen Gründen, eine Belastung war in der Rüstung. That's exactly the point that I want to emphasize. As I understand it, you were struggling to get manpower enough to produce the armaments to win a war for Germany. Yeah. And this anti-Semitic campaign was so strong that it took trained technicians away from you and disabled you from performing your functions. Now, isn't that the fact? Ich habe den Sinn der Frage nicht verstanden. Your problem of creating armament to win the war for Germany was made very much more difficult by this anti-Jewish campaign which was being waged by others of your co-defendants. Das ist sicher. Und es ist genauso klar, dass wenn die Juden, die evakuiert worden sind, bei mir hätten arbeiten können, dass das für mich ein großer Vorteil gewesen wäre. Mr. Justice Jackson, has it been proved who signed that document, L156? It's got a signature apparently on it, but... There is a signature on it, I believe. Perhaps the defendant could tell what the signature is. Ist mir unbekannt, der Mann. Ich kenne ihn nicht, ja. Das muss ein untergeordneter Beamter beim Generalbevollmächtigten für einen Arbeitseinsatz sein, denn ich kenne die nächsten Mitarbeiter von Saukel alle persönlich. Nein, Entschuldigung. Das Dokument kommt vom Regierungspräsidenten Koblenz, wie ich hier sehe. Also ein Mitarbeiter im Regierungsbezirk Koblenz, der mir natürlich unbekannt ist. In any event, there's no question about the statement, as you've explained it. Now, I want to ask you about the recruiting of forced labor. As I understand it, you knew about the deportation of 100,000 Jews from Hungary for subterranean airplane factories. And you told us in your interrogation of October 18th, 1945, that you made no objection to it. That is true, is it not? Richtig, ja. And you told us also, quite candidly on that day, that it was no secret to you that a good deal of the manpower brought in by Saukel was brought in by illegal methods. That is also true, is it not? Ich habe damals sehr darauf geachtet,
welchen Ausdruck der verhörende Offizier brauchte. Er hat den Ausdruck gebraucht, sie kamen gegen ihren Willen. Und das habe ich bejaht. Did you not say that it was no secret to you that they were brought in an illegal manner? Didn't you add that yourself? Nein. Das bestimmt nicht. You got that here. Well, in any event, you knew that at the Führer Conference, in August 1942, the Führer had approved of all coercive measures for obtaining labor if they couldn't be obtained on a voluntary basis. And you knew that that program was being carried out. As a matter of fact, you didn't give any particular attention to the legal side of this thing, did you? You were after manpower. Is that the fact? It's absolutely correct. And whether it was legal or illegal wasn't your worry. Ich glaube, dass, dass das in der ganzen Kriegslage und in der ganzen Auffassung, die wir in dieser Frage hatten, begründet war. Yes. It was in accordance with the policy of the government, and that was as far as you inquired at the time, was it not? Ja, ich bin der Meinung, dass in dem Augenblick, in dem ich mein Amt antrat, im Februar 1942, alle diejenigen Vergehen gegen internationales Recht, die später, die mir heute vorgeworfen werden können, an diesem Tag bereits realisiert waren. And you don't question that you share a certain responsibility for that program of bringing in, whether it's legal responsibility or not, in fact, for bringing in this labor against its will. You don't deny that, do you? Die Arbeitskräfte wurden zum großen Teil gegen ihren Willen nach Deutschland gebracht und ich hatte nichts dagegen einzuwenden, dass sie gegen ihren Willen nach Deutschland kamen. Ich habe im Gegenteil in der ersten Zeit bis zum Herbst 1942 sicher auch mit meiner Energie eingesetzt, dass möglichst viele Arbeitskräfte auf diese Weise nach Deutschland kamen. Now, you had some participation in the distribution of this labor, didn't you, as to be as among different plants, different industries that were competing for labor? Nein, das müsste näher erläutert werden. Das verstehe ich so nicht. Well, you were finally entered into an agreement with Sokol, did you not? In reference to the distribution of the labor after it reached the Reich. Das wurde geregelt nach den sogenannten Dringlichkeitsstufen. Ich musste natürlich Saugel sagen, in welchen Programmen von mir die Arbeitskräfte am vordringlichsten gebraucht wurden. Aber das wurde durch generelle Weisungen erledigt. In other words, you established the priorities of different industries in their claim for the labor when it came into the Reich. Das ist selbstverständlich. Das musste ja sein. Yes. Now, as to the employment of prisoners of war, whatever disagreement there may be about the exact figures, there's no question, is there, that prisoners of war were used in the manufacture of armament? Nein, es wurden nur russische Kriegsgefangene, italienische Militärinternierte in der Waffenherstellung verwendet. Ich habe über die Verwendung von französischen anderen Kriegsgefangenen in der Waffenherstellung verschiedene Male mit Keitel Besprechungen gehabt und muss hier sagen, dass Keitel sich immer auf den Standpunkt stellte, dass diese Kriegsgefangenen nicht gegen das Genfer Kriegsgefangenenabkommen beschäftigt werden dürften.
Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich nicht aufgrund dieser Tatsache nicht weiter meinen Einfluss geltend machte, dass diese Kriegsgefangenen trotzdem gegen das Genfer Kriegsgefangenenabkommen in der Rüstung beschäftigt werden. Natürlich ist der Begriff, was Waffenherstellung ist, ist ein sehr umstrittener. Es kommt darauf an, wie man den Begriff definiert, ob man den Begriff Rüstung sehr weit nimmt oder sehr eng nimmt. Well, you succeeded to Dr. Todd's organization and you had all the powers that he had, did you not? Yeah. And one of his directives was dated October the 31st, 1941. A letter from the OKW, which is in evidence here as Exhibit 214, document EC-194, which provides that the deputies of the Reich Minister for Arms and Ammunition are to be admitted to prisoner of war camps for the purpose of selecting skilled workers. That was among your powers, was it not? Nein, das war eine Sonderaktion, die Dr. Todd damals eingeleitet hat, aufgrund einer Vereinbarung mit dem OKW. Das wurde aber später nicht mehr durchgeführt. Well now, on the 22nd of April 1943, at the 36th meeting of this planning board, you made this complaint, did you not, Speer? Quoting, there is a statement showing in what sectors the Russian POWs have been distributed. And this statement is quite interesting. It shows that the armaments industry only received 30%. I always complained about that. That's correct, isn't it? Ja, das ist, glaube ich, falsch übersetzt worden. Das heißt nicht Munitionsindustrie, sondern die Rüstungsindustrie hat 30% bekommen. I said armaments. Ja, ja, aber das ist noch kein Beweis dafür, dass diese Kriegsgefangenen gegen das Genfer Kriegsgefangenenabkommen beschäftigt worden sind. Weil in dem Sektor Rüstungsindustrie genügend Platz war, diese Arbeitskräfte auch an Gegenständen zu beschäftigen, die nicht im Sinne des Genfer Kriegsgefangenenabkommens Rüstungsgegenstände waren. Trotzdem ist, glaube ich, bei den russischen Kriegsgefangenen auf eine scharfe Einhaltung des Genfer Kriegsgefangenenabkommens nicht der Wert gelegt worden, wie bei den Kriegsgefangenen aus den westlichen Ländern. Is your contention that the prisoners were not used? I now speak of French prisoners of war. That French prisoners of war were not used in the manufacture of materials which directly contributed to the war? Or is it your contention that although they were used, it was legal under the Geneva Convention? So viel mir bekannt ist, sind französische Kriegsgefangenen nicht gegen die Bestimmungen verwandt worden. Ich kann es nicht kontrollieren, weil ja die Kontrolle über diesen Einsatz nicht in meiner Dienststelle lag. Und es ist mir bei den zahlreichen Betriebsbesichtigungen nicht aufgefallen, dass irgendwo Kriegsgefangene aus westlichen Gebieten an der unmittelbaren Herstellung von Rüstungsgegenständen beschäftigt waren. Just tell us exactly what French prisoners of war did do by way of manufacture. What were they working on? Ja, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich habe bereits gestern ausgeführt, dass die Zuweisung der Kriegsgefangenen oder der ausländischen Arbeitskräfte
oder deutsche Arbeitskräfte an den Betrieb ja nicht meiner Zuständigkeit unterlag, sondern dass diese Zuweisung vom Arbeitsamt zusammen mit der Stalag durchgeführt wurde, soweit es Kriegsgefangene waren. Ich bekam nur eine Übersicht darüber, wie viele Arbeitskräfte insgesamt in die Betriebe gegangen waren und konnte mir keinen Überblick darüber beschaffen, welche Arten von Arbeitskräften in den einzelnen Betrieben beschäftigt waren. Daher kann ich auf diese Frage keine genügende Auskunft geben. Well, now let's take the 50,000 skilled workers that you said yesterday you removed and put to work in a different location that Sokel complained about. What did you put them to work at? Ja, das waren keine Kriegsgefangenen. Well, let's take up those workers. What were you doing with them? Ja, ja. Diese Arbeitskräfte wurden vom Atlantikwall, an dem sie beschäftigt waren, nach dem Ruhrgebiet gebracht und haben die beiden Talsperren, die durch den Fliegerangriff beschädigt waren, wieder in Ordnung gebracht. Allerdings ist dazu zu sagen, dass diese Verbringung dieser 50.000 Arbeitskräfte zunächst ohne mein Wissen geschah und dass die Folge dieser Verbringung von 50.000 Arbeitskräften von dem Westen nach Deutschland für uns am Atlantikwall eine katastrophale war. Es sind nämlich daraufhin am Atlantikwall über ein Drittel aller dort beschäftigten Arbeitskräfte von den Baustellen weggegangen, weil sie auch befürchteten, nach Deutschland kommen zu müssen. Daher haben wir diese Maßnahme so schnell als nur möglich wieder rückgängig gemacht, damit das Vertrauensverhältnis, das die französischen Arbeiter zu uns am Atlantikwall hatten, bestehen bleibt. Es geht aus dieser Tatsache hervor, dass die französischen Arbeitskräfte bei uns, bei den Baustellenorganisationen TOT, nicht zwangsmäßig beschäftigt waren, denn sonst hätten sie ja nicht in dieser Größenordnung gleich weggehen können, nachdem sie die Gefahr erkannten, dass sie unter Umständen nach Deutschland gebracht würden. Also diese Maßnahme mit den 50.000 Arbeitern aus der Organisation TOT in Frankreich war eine vorübergehende, die wir wieder korrigiert haben. Es war ein Fehler, der passieren kann, wenn ein Minister eine scharfe Weisung gibt und dann die unteren Instanzen anfangen, diese scharfe Weisung mit allen Mitteln durchzuführen. Are you familiar with document EC-60, which reports that the labor organization of the TOD had to recruit its manpower by force? Ich kann mich jetzt im Moment nicht daran erinnern. Compulsory. Beg pardon? Kann ich das Dokument sehen? Yes, if you'd like to. I just remind you that the evidence is to the contrary of your testimony on that subject. The paragraph which reads, unfortunately, the assignments for the TOD organization on the basis of Article 52 of the Hague Convention on Land Warfare have for some time decreased considerably, because the large part of the manpower allocated does not turn up. Consequently, further compulsory measures must be employed. The Prefet and the French labor exchanges cooperate quite loyally, it is true, but they have not sufficient authority to carry out these measures. Ich glaube, dass ich vielleicht nicht richtig verstanden worden bin. Ich bestreite nicht, dass ein großer Teil der Arbeitskräfte, die bei der Organisation TOT im Westen beschäftigt waren, dienstverpflichtet wurden und aufgrund ihrer Dienstverpflichtung zur Baustelle kamen. Aber wir hatten keine Möglichkeiten,
sie dort an Ort und Stelle zwangsweise zu halten, das wollte ich sagen. Sie konnten, wenn sie arbeitsunlustig waren, konnten sie ihren Arbeitsplatz wieder verlassen und sind dann entweder zur Widerstandsbewegung gegangen oder haben sie sonst irgendwo verborgen gehalten. They were, this calling up system was a system of compulsion, wasn't it? Das war die Dienstverpflichtung französischer Arbeiter für Zwecke im Reich oder in Deutsch oder in Frankreich. Allerdings muss ich auch noch etwas dazu sagen. Dieser Bericht ist vom Juni 1943. Im Oktober 1943 wurde auch die Organisation TOT insgesamt zum Sperrbetrieb erklärt und erhielt damit die Vorteile, die die anderen Sperrbetriebe hatten und die ich gestern genügend ausgeführt habe. Mit diesem Schritt war auch bei der Organisation TOT ein großes Angebot an Arbeitskräften, die freiwillig dorthin gingen, soweit man eben nicht den Druck, der durch die Gefahr der Verbringung nach Deutschland sie dazu brachte, in die Organisation TOT oder in die Sperrbetriebe zu gehen, als einen mittelbaren Zwang ansehen will. Were they kept in labor camps? Das ist beim Bauen allgemein so. Die Baustellen sind weit weg von Dörfern gewesen und daher waren Arbeitslager, auf denen die deutschen Arbeitskräfte und auch die ausländischen Arbeitskräfte untergebracht waren. Es gab aber auch Unterbringungen in Dörfern, soweit es möglich war, sie in Dörfern unterzubringen. Ich glaube nicht, dass sie grundsätzlich nur in Lagern untergebracht waren. Ich kann es aber hier nicht genau sagen. Document. Has it been in before? I was just going to give the document from which I quoted is United States Exhibit 892. Now, leaving the question of your personal participation in this protest. Is it new, Mr. Justice Jackson? It's been in. It's been in before. I'm told that I'm wrong about that and that it is new. It's 892 is a new number. Leaving the part of your personal participation in this program. Could you tell us what it is, what the document is, where it comes from? I see it's EC-60. So it must be captured, but... It's one of the economic documents. You get it. It's not even dated. I'll copy it. No date. Hand it right up. Hand it right up to the court. It's a very large... document. Could you tell us what it is or who signs it, or... It's a very long document, apparently, is it? It's a long document, and it's a report, but... Oberfeldkommander. L-I-L-L-E is the name of the signer. Now coming to the question... Let me look at the document, will you? Let's see. Jeffrey Dickman is in evidence yet with this thing. When this is put in, this not having been translated, it will become more here. So we have nothing to look at it. You see, Mr. Justice Jackson, the points being, my attention has been drawn to the point that, as far as the record's concerned, we've only got this extract which you've read. We haven't got the date, and we haven't got the signature, if any, on the document.
Well, I was merely refreshing his recollection to get at the fact, and I wasn't really offering the document for its own sake. I'll go into more detail about it if Your Honor wishes. There's a great deal of irrelevant... I need anything about it. The past... Well, if you don't want to offer it, then we needn't bother about it. A great part of it is not relevant, and yes. The quotation is adequately verified. Put to him, yes, without being the document being used. Very well. But then we needn't have the document identified as an exhibit. Leaving your questions of your personal participation in these matters and coming to the questions dealt with in the second part of your examination, I want to ask you about your testimony concerning the proposal to denounce the Geneva Convention. You testified yesterday that it was proposed to withdraw from the Geneva Convention. And will you tell us who made those proposals? Dieser Vorschlag ging, wie ich gestern bereits aussagte, von Dr. Goebbels aus. Und zwar nach dem Luftangriff auf Dresden. Aber Goebbels und auch Ley hatten bereits früher, schon ab Herbst 1944, öfter Gespräche darüber geführt, dass man den Krieg mit allen Mitteln verschärfen müsste, sodass ich den Eindruck hatte, dass Goebbels nur den Angriff auf Dresden zum Anlass nahm und die Erregung, die darüber bestand, um einen Austritt aus der Genfer Konvention zu erreichen. Now was the proposal at that time to resort to poison gas warfare. Was the proposal made at that time? Ich habe nicht unmittelbar, also aus direkter Wahrnehmung, feststellen können, dass ein Gaskrieg eröffnet werden sollte, aber ich wusste von verschiedenen Mitarbeitern, von Ley und auch von Goebbels, dass diese die Frage des Einsatzes unserer beiden neuen Kampfgase, Tabun und Sarin, haben wollten. Sie glaubten, dass diese beiden Gase eine besondere Wirkung ausüben würden, und sie waren tatsächlich von einer furchtbaren Wirkung. Diese Wahrnehmungen machten wir bereits im Herbst 1944, wie sich die Situation sehr verschärft hatte. Und sie machte verschiedenen Leuten große Sorge. Now will you tell us about those two gases and about their production and their effects, their qualities and the preparations that were made for gas warfare? Das kann ich im Einzelnen nicht sagen. Ich bin da zu wenig Fachmann. Ich weiß nur, dass diese Gase, diese beiden, von einer ganz außerordentlichen Wirkung waren, dass sie auch wirkten, dass keine Gasmaske, also kein Gasschutz dagegen irgendwie vorhanden war, nach unserer Kenntnis, sodass also die Soldaten sich gegen dieses Gas in keiner Weise hätten schützen können. Wir hatten für diese Gasfabrikation etwa drei Fabriken, die alle unzerstört waren und die bis November 1944 in vollem Betrieb waren. Als die Gerüchte über die Möglichkeit der Anwendung von Gas zu uns kamen, habe ich im November 1944 die Gasproduktion stillgelegt. Ich habe sie dadurch stillgelegt, dass ich die sogenannten Vorprodukte, also die chemischen Zulieferungen für diese Gasproduktion, sperrte. Nach den Feststellungen der alliierten Behörden ist tatsächlich ab
Ende Dezember, Anfang Januar dann dadurch die Gasproduktion bei uns ausgelaufen, das heißt also zum Stillstand gekommen. Ich habe zunächst versucht, durch ein Schreiben an Hitler, das noch vorliegt vom Oktober 1944, auf legalem Wege die Genehmigung zu der Stilllegung dieser Gasfabriken zu bekommen. Und zwar mit der Begründung, dass durch die Fliegerangriffe die Vorprodukte, das war in der Hauptsache Cyan, auch für andere Zwecke notwendig gebraucht würde. Ich erhielt darauf von Hitler den Bescheid, dass auf jeden Fall die Gasproduktion weiterlaufen müsste und gab aber dann von mir aus die Weisung, dass die Vorprodukte nicht weiter ausgeliefert werden. Can you identify others of the group that were advocating gas warfare? Es war von der militärischen Seite bestimmt kein Mensch für Gaskrieg. Die alle vernünftigen militärischen Leute lehnten den Gaskrieg ab, da er ja ein heller Wahnsinn war, denn bei der Luftüberlegenheit, die sie hatten, musste ja in kurzer Zeit dann über die deutschen Städte, die völlig schutzlos waren, eine furchtbare Katastrophe kommen. The group that did advocate it, however, was consisted of the political group around Hitler, didn't it? Um einen bestimmten Kreis der politischen Leute, der eng umgrenzt war. Das war in der Hauptsache Bormann, Ley und Goebbels, das war immer dieselben drei, die mit allen Mitteln eine Verschärfung des Kampfes erreichen wollten. Und bestimmt gehörte ein Mann wie Fegelein auch zu einer derartigen Gruppe. Von Himmler möchte ich es gar nicht so exakt behaupten, denn Himmler war damals etwas abgesetzt von Hitler, dadurch, dass er sich den Luxus erlaubte, eine Heeresgruppe zu leiten, obwohl er davon nichts verstand. Now, one of these gases was the gas which you proposed to use on those who were proposing it to use it on others. And I suppose your motive was. Ja, ich muss auch offen sagen, dass der Grund zu diesen Plänen eigentlich aus der Sorge kam, dass unter Umständen eine Anwendung von Gas kam und dass die Ideenverbindung dann, dieses Gas selbst anzuwenden, den ganzen Plan von mir hervorrief. And your reasons, I take it, were the same as the military's. That is to say, it was certain Germany would get the worst of it if they ever started that kind of warfare. That's what was worrying the military, wasn't it? Nein, nicht nur das, sondern in dieser Phase des Krieges war es ganz klar, dass auf keinen Fall internationale Verbrechen begangen werden dürfen, die dann nach dem verlorenen Kriege das deutsche Volk zu belasten haben. Das war an sich das Entscheidende. Now, what about the bombs that were, after the war was plainly lost, aimed at England, day after day? Who favored that? Sie meinen die Raketen? Yes. Ja. Die Raketen waren für uns produktionstechnisch eine sehr kostspielige Angelegenheit und ihre Wirkung war im Verhältnis zu dem Aufwand eine minimale. Infolgedessen hatten wir kein großes Interesse daran, diese Sache in größerem Umfang zu fertigen. Derjenige, der es am meisten förderte,
war in diesem Fall Himmler, der einen Obergruppenführer Kammler damit beauftragt hatte, das Verschießen dieser Rakete nach England vorzunehmen. In den Kreisen des Heeres war man derselben Meinung wie ich, nämlich, dass diese Raketen zu teuer sind. Und auch in den Kreisen der Luftwaffe war man ähnlicher Meinung, weil mit einer Rakete, mit dem Aufwand einer Rakete, hätte ich etwa einen Jäger bauen können. Ja, dass es viel besser für uns gewesen wäre, wenn wir uns diesen Unsinn nicht geleistet hätten. Going back to the characteristics of this gas, was one of the characteristics of this gas exceedingly high temperatures? When it was exploded, it created an exceedingly high temperature so that there could be no defense against it? Nein, das ist ein Irrtum. Es ist so, dass normale Gase verdunsten bei der normalen Temperatur, bei der normalen Lufttemperatur. Dieses Gas verdunstete erst bei sehr hohen Temperaturen. Und diese sehr hohen Temperaturen wurden erst dann ausgelöst, wenn eine Explosion dazu kam. Also wenn der Sprengstoff explodiert, entsteht ja bekanntlich eine sehr hohe Temperatur und dann verdunstete das Gas. Dann wurde der feste Stoff zu Gas. Aber die Wirkung hatte mit der hohen Temperatur nichts zu tun. The experiments were carried out with this gas, were they not? To your knowledge? Das kann ich nicht sagen. Sicher wurden Experimente damit durchgeführt. I didn't get your last answer. Ich kann es nicht sagen, aber sicher wurden Experimente durchgeführt. Who was in charge of the experimentations with the gases? Das war die Entwicklungsabteilung im Oberkommando des Heeres, im Heereswaffenamt, meiner Kenntnis nach. Ich kann es nicht ganz genau sagen. And certain experiments were also conducted and certain researches conducted in atomic energy, were they not? Wir waren leider nicht so weit, dadurch, dass die besten Kräfte, die wir auf der Atomforschung hatten, nach Amerika auswanderten, wurden wir in der Atomforschung sehr stark zurückgeworfen. Und wir waren an sich noch ein bis zwei Jahre davon entfernt und vielleicht eine Atomzertrümmerung bekommen zu können. The policy of driving people out who didn't agree with Germany hadn't produced very good dividends, has it? Das hatte für uns gerade auf diesem Gebiet einen ganz entscheidenden Nachteil. Now I have certain information which was placed in my hands of an experiment that was carried out near Auschwitz. And I'd like to ask you if you heard about it or knew about it. For the purpose of this experiment, the purpose of the experiment was to find a quick and complete way of destroying people without the delay and trouble of shooting and gassing and burning as it had been carried out. And this is the experiment as I'm advised. A small village was provisionally erected, temporary structures, and in it approximately 20,000 Jews were put. By means of this newly invented weapon of destruction, these 20,000 people were eradicated almost instantaneously
and in such a way that there was no trace left of them. That it developed, the explosive developed temperatures of from 400 to 500 degrees centigrade and destroyed them without leaving any trace at all. Do you know about that experiment? Nein, das halte ich auch für absolut unwahrscheinlich. Ich wüsste, wenn wir in der Vorbereitung ein derartiges Kampfmittel gehabt hätten, das wäre mir nicht unbekannt geblieben. Wir haben aber ein derartiges Kampfmittel nicht gehabt. Denn es ist klar, dass auf dem Gebiet des chemischen Krieges ja auf beiden Seiten versucht wurde, alle Kampfmittel zu erforschen, die überhaupt nur möglich waren, weil man ja nicht wusste, welcher Teil mit dem chemischen Krieg anfängt. The reports then of a new and secret weapon were largely exaggerated for the purpose of keeping the German people in the war. Das war in der Hauptsache in der letzten Phase des Krieges so. Ab Juni, Juli 1944 sehr oft an die Front gefahren und habe ungefähr 40 Frontdivisionen in ihren Abschnitten besucht und habe dabei feststellen müssen, dass man der Truppe genauso wie dem deutschen Volk Hoffnungen machte, dass eine neue Waffe käme. Oder überhaupt neue Waffen kämen, und zwar Wunderwaffen kämen, die ohne den Einsatz des Soldaten, soldatischen Einsatz, den Sieg dann garantieren würden. In diesem Glauben lag dann auch das Geheimnis dafür, dass in Deutschland viele Menschen ihr Leben ließen, obwohl sie nach allen Vernunftgründen sie selbst überlegten, dass der Krieg zu Ende ist. Aber sie glaubten, dass in kurzer Zeit diese neue Waffe kommen würde. Ich habe darüber sowohl an Hitler geschrieben und habe auch in verschiedenen Reden, sogar vor den Propagandaleitern von Goebbels, versucht, diesen Glauben entgegenzuwirken. Es wurde mir sowohl von Hitler wie auch von Goebbels erklärt, dass dies keine Propaganda wäre, die von ihnen gemacht würde, sondern dass das ein Glaube wäre, der im Volk entstanden sei. Ich habe erst hier auf der Anklagebank von Fritzsche gehört, dass diese Propaganda systematisch über irgendwelche Kanäle in das Volk gebracht wurde, und zwar von einem SS-Standartenführer Berg. Mir ist daraufhin vieles klar geworden, denn dieser Berg war als Vertreter des Propagandaministeriums des Öfteren in Sitzungen, in großen Tagungen meines Ministeriums anwesend, weil er Artikel über diese Tagungen schrieb. Er hörte dort von unseren zukünftigen Sachen und hat nun diese Kenntnis dazu verwandt, um sie mit viel Fantasie in das Volk zu bringen. Now, when it became apparent that the war was lost, I take it that your attitude was that you felt some responsibility for getting the German people out of it with as little destruction as possible. Is that a fair statement of your position? Ja, ich habe aber dieses Gefühl nicht nur für das deutsche Volk gehabt, sondern ich war mir darüber im Klaren, dass man auch vermeiden muss, dass Zerstörungen in den besetzten Gebieten stattfinden. Das war mir genauso wichtig, aus einem ganz realen Grunde, weil ich mir überlegte, dass ja nach dem Kriege diese ganzen Zerstörungen nicht mehr uns zur Last gelegt werden, sondern dann der nachfolgenden deutschen Regierung oder dem deutschen Volk. Where you differed with the
people who wanted to continue the war to the bitter end was that you wanted to see Germany have a chance to restore her life. Is that not a fact? Whereas Hitler took the position that if he couldn't survive, he didn't care whether Germany survived or not. Das ist richtig. Und ich hätte diese Aussage hier vor Gericht nicht gewagt zu machen, wenn ich nicht durch die Dokumente es hätte beweisen können, weil eine derartige Aussage etwas so Ungeheuerliches ist. Aber der Brief, den ich an Hitler am 29. März schrieb und in dem ich ihm das bestätigt habe, zeigt ja, dass er das selbst ausgesprochen hat. Well, if I may comment, it was not a new idea to us that that was his viewpoint. I think it was expressed in most of the other countries that that was the viewpoint. Now, were you present with Hitler at the time he received the telegram from Goering suggesting that Goering take over power? Ich flog am 23. April nach Berlin, um mich dort von verschiedenen meiner Mitarbeiter zu verabschieden und, wie ich offen sagen möchte, um mich nach allem, was geschehen war, Hitler zur Verfügung zu stellen. Das klingt vielleicht hier etwas seltsam, aber die widerstreitenden Gefühle bei mir über das, was ich gegen ihn tun wollte und über seine ganzen Handlungsweise, ich hatte noch keinen klaren Grund, innerlich klare Basis in meinem Verhältnis zu ihm. Und daher flog ich zu ihm hin. Ich wusste nicht, ob er etwas von meinen Sachen wusste. Ich wusste auch nicht, ob er mir befiehlt, in Berlin zu bleiben. Ich hatte aber den Eindruck, dass es eine Verpflichtung ist, nicht feige davonzulaufen, sondern sich noch einmal zu stellen. An diesem Tage kam das Telegramm von Goering an Hitler an. Dieses Telegramm wurde ihm, nicht an Hitler, sondern von Goering an Ribbentrop an, dieses Telegramm wurde ihm von Bormann vorgelegt. Submitted it to Hitler. Wurde Hitler vorgelegt, ja. What did Hitler say upon that occasion? Hitler war außerordentlich erregt über den Inhalt dieses Telegrammes und äußerte sich in einer sehr klaren Weise über Goering. Er erklärte, er wüsste seit langem, dass Goering versagt hätte, dass er korrupt sei und dass er ein Morphinist sei. Ich war darüber außerordentlich erschüttert. Denn ich fand, dass wenn das Staatsoberhaupt diese Kenntnis seit langem hat, es dann von dem Staatsoberhaupt nicht zu verantworten war, dass er diesen Mann an seinem Posten ließ, von dem das Leben unzähliger Menschen abhing. Es war aber bezeichnend für die Einstellung, die Hitler zum Gesamtproblem hatte, dass er dann anschließend sagte, aber die Kapitulationsverhandlungen, die kann er trotzdem machen. Did he say why he was willing to let Goering negotiate the capitulation? Nein, er sagte es in einem wegwerfenden Sinne. Er sagte, das ist ja dann sowieso gleichgültig, wer das macht.
Es kam daraus seine Missachtung dem deutschen Volk gegenüber zum Ausdruck. That is, his attitude was that there was nothing left worth saving, so let Goering work it out. Is that a fair statement of his position? Das war mein Eindruck. Now, this policy of driving Germany to destruction after the war was lost had come to weigh on you to such a point that you were a party to several plots, were you not, in an attempt to remove the people who were responsible for the destruction, as you saw it, of your country? Ja, ich möchte aber dazu sagen. There were more plots than you told us about, weren't there? Es war in dieser Zeit außerordentlich einfach, einen Komplott zu machen, denn man konnte fast jeden Mann auf der Straße ansprechen und konnte ihm sagen, wie die Lage ist. Und dann sagte er, das ist ja ein heller Wahnsinn, und er stellte sich, wenn er etwas Mut hatte, zur Verfügung. Ich hatte leider keinen Apparat hinter mir, keinen Apparat zur Verfügung, den ich kommandieren konnte, der hätte irgendetwas Ähnliches machen müssen. Dadurch war ich darauf angewiesen, durch persönliche Gespräche mich mit den Verschiedensten in Verbindung zu setzen. Aber ich möchte sagen, es ist nicht so gefährlich gewesen, wie es hier aussieht. Denn an sich waren vielleicht die Unvernünftigen, die es noch gab, waren vielleicht einige Dutzend. Die übrigen 80 Millionen waren sehr vernünftig, so wie sie gewusst haben, um was es geht. Perhaps you had a sense of responsibility for having put the 80 millions completely in the hands of the Führer principal. Did that occur to you? Or does it now, as you look back on it? Kann die Frage nochmal gestellt werden? Ich verstehe den Sinn noch nicht ganz. You have 80 million sane and sensible people facing destruction. You have a dozen people driving them on to destruction, and they're unable to stop it. And I ask if you have a feeling of responsibility for having established the Führer principle which Goering has so well described for us in Germany. Ich persönlich habe mich ja dadurch, dass ich Minister wurde, im Februar 1942 diesem Führerprinzip zur Verfügung gestellt. Ich habe allerdings in meiner Organisation dann erkannt, dass dieses Führerprinzip ungeheure Fehler hat und habe versucht, es abzuschwächen. Aber die ungeheure Gefahr, die in diesem autoritären System liegt, wurde eigentlich erst richtig klar in dem Moment, in dem es dem Ende entgegenging. In diesem Moment konnte man sehen, was das Prinzip bedeutet, dass jeder Befehl ohne jede Kritik durchzuführen sei. Alles das, was hier im Prozess vorkam, an Befehlen, die ohne jede Rücksicht durchgeführt wurden, hat sich letzten Endes in der Durchführung der Zerstörungsbefehle bei den Brücken im eigenen Lande als ein Fehler oder als eine Schlussfolge dieses autoritären Systems erwiesen. Das autoritäre System hat sich oder so sagen, es ist durch den Abschluss des autoritären Systems ist erwiesen worden, welche ungeheuren Gefahren in einem derartigen System an sich liegen, ganz abgesehen von der Person Hitlers.
die Verbindung von Hitler und von diesem System haben dann diese ungeheuren Katastrophen über die Welt gebracht. Well now, Hitler is dead. I assume you accept that. And we ought to give the devil his due. Isn't it a fact that in the circle around Hitler, there was almost no one who would stand up and tell him that the war was lost, except yourself? Das ist mit Einschränkung richtig. Es gab unter den militärischen Führern viele, die für ihren Spezialsektor Hitler sehr klar sagten, wie die Lage ist. Viele Oberbefehlshaber der Heeresgruppen haben die katastrophale Entwicklung ihm klar gesagt und es gab darüber oft harte Auseinandersetzungen, auch in der Lage. Auch Männer wie Guderian und auch wie Jodl haben oft in meiner Gegenwart über ihren Sektor klar berichtet. Und Hitler musste daraus erkennen, wie die Gesamtlage war. Aber ich habe nicht feststellen können, dass die eigentlich Verantwortlichen um Hitler zu ihm hingegangen sind und haben ihm gesagt, der Krieg ist verloren. Ich habe auch nicht erlebt, dass diese Verantwortlichen versucht haben, untereinander Verbindung aufzunehmen, um zu einem gemeinsamen Schritt bei Hitler zu kommen. Ich habe dies von meiner Seite aus mit einigen Ausnahmen auch nicht versucht, weil es zwecklos gewesen wäre. Denn Hitler hatte in dieser Phase alle diese engeren Mitarbeiter so sehr eingeschüchtert, dass sie ohne jeden Willen waren. Well, let us take the number two man, who's told us that he was in favor of fighting to the very finish. Were you present at a conversation between Goering and General Gallant in which Goering in substance forbade Gallant to report the disaster that was overtaking Germany? Nein, das ist nicht in dieser Form richtig. Es war ein anderes Gespräch. Well, tell us what there is about General Gallant's conversation with Goering as far as you know it. Das war im Führerhauptquartier in Ostpreußen vor dem Zuge Görings. Gallant hatte an Hitler gemeldet, dass die feindlichen Jagdflugzeuge die Bomberverbände bereits bis in die Gegend von Lüttich begleiten und dass zu erwarten sei, dass diese Bomberverbände in der Zukunft in einer bedeutend größeren Entfernung von den Jagdflugzeugen begleitet würden. Göring nahm nach der Lage bei Hitler sich Gallant vor und sagte ihm zunächst erregt, dass das nicht den Tatsachen entsprechen könnte. Die Jäger könnten nicht bis Lüttich mitfliegen. Und er sagte dabei, aus seiner Erfahrung als alter Jagdflieger, wüsste er das genau,
Galant gab darauf zur Antwort, dass die Flugzeuge ja abgeschossen wurden, die Jagdflugzeuge, und dass sie am Boden liegen bei Lüttich. Das wollte Göring nicht wahrhaben. Galant war ein sehr offener Mann, der sehr klar seine Meinung in dies, Göring gegenüber sagte und sich von seiner Erregung nicht beeinflussen ließ. Schließlich hat Göring Galant als Oberbefehlshaber der Luftwaffe ausdrücklich verboten, über diese Angelegenheit noch weiter eine Meldung zu machen. Es sei unmöglich, dass die feindlichen Jagdflugzeuge so tief nach Deutschland eindringen könnten. Und er befiehlt ihm, dass er das als richtig anzunehmen habe. Ich habe mich dann anschließend mit Galant noch darüber unterhalten. Und Galant ist ja dann auch später als General der Jagdflieger von Göring abgesetzt worden. Galant hatte zu diesem Zeitpunkt die Jagdflieger in Deutschland unter sich. Er war der General aller Jagdflieger innerhalb des Oberkommandos der Luftwaffe. And he was relieved. What was the date of that? I'm going to ask. Grateful for your das dürfte Ende 1943 gewesen sein. And Mr. Justice Jackson, we'd better adjourn now. Krupp was a very large user of both foreign labor and prisoners of war. Ich kann den Prozentsatz nicht sagen, aber zweifellos hat Krupp ausländische Arbeiter und Kriegsgefangene beschäftigt. Well, I may say to you that we have investigated the Krupp labor camps, and from Krupp's own charts, it appears that in 1943 they had 39,245 foreign workers and 11,234 prisoners of war, and that this steadily increased until in September 1944 Krupp had 54,990 foreign workers and 18,902 prisoners of war. Now, would that be somewhere near what you would expect from your knowledge of the industry? Ich habe da keine Detailkenntnisse. Mir fehlt auch die Zahl, wie viel Arbeitskräfte Krupp insgesamt gehabt hat. Das ist mir auch nicht geläufig im Moment. Aber ich glaube, dass der Prozentsatz der ausländischen Arbeitskräfte bei Krupp etwa dasselbe war wie in anderen Betrieben auch, anderen Rüstungsbetrieben. And what would you say that percentage was? Das schwankt außerordentlich. Die älteren Industrien, die eine alte Stammbelegschaft hatten, hatten einen bedeutend geringeren Prozentsatz an ausländischen Arbeitskräften als die jungen Industrien, die neu emporgewachsen waren und die daher keine alte Stammbelegschaft hatten. Das hatte den Grund darin, dass die jungen Jahrgänge ja zur Wehrmacht eingezogen wurden und daher die Betriebe, die über eine ältere Belegschaft verfügten, noch einen großen Prozentsatz älterer Arbeiter hatten. Daher ist der Prozentsatz an ausländischen Arbeitern in der Heeresrüstung insgesamt gesehen als einer alten Industrie geringer gewesen als der Prozentsatz der ausländischen Arbeiter bei der Luftrüstung, weil die Luftrüstung eine vollständig neu geschaffene Industrie war, die nicht über eine alte Arbeiterbelegschaft verfügte. Aber die Prozentzahlen selbst kann ich Ihnen im besten Willen nicht sagen. Now the foreign workers who were assigned to Krupp
let us use Krupp as the example. Foreign workers that were assigned to Krupp were housed in labor camps and under guard, were they not? Das glaube ich nicht, dass sie von Wachen bewacht waren, aber ich kann das nicht sagen. Ich will mich hier nicht vor irgendeiner Auskunft, an irgendeiner Auskunft vorbeidrücken, aber ich habe mich um diese Probleme bei meinen Besuchen gar nicht kümmern können, weil ja die Sorgen, die ich hatte, wenn ich in einen Betrieb kam, auf ganz anderen Gebieten lag. Ich habe auch in der ganzen Tätigkeit als Rüstungsminister kein einziges Mal ein Arbeitslager besucht und kann daher darüber keine Auskunft geben. Well now, I'm going to give you some information about the labor camp at Krupp's. Then I'm going to ask you some questions about it. And I am not attempting to say that you were personally responsible for those conditions. I merely give you the indications as to what the regime was doing, and I'm going to ask you certain questions as to the effect of this sort of thing on your work of production. Are you familiar with document D-288, which is United States Exhibit 202, the affidavit of Dr. Jaeger, who was later brought here as a witness? Ja, aber das halte ich doch für ziemlich übertrieben. You don't accept that? Nein. Well, you have no personal knowledge of the condition. What is the basis of your information that Dr. Jaeger's statement is exaggerated? Wenn derartige Zustände gewesen wären, hätte ich es wahrscheinlich gehört. Denn selbstverständlich kam bei Betriebsbesuchen der Betriebsführer mit ganz schweren Sorgen zu mir. Diese ganz schweren Sorgen waren in der Hauptsache nach Fliegerangriffen. Wenn zum Beispiel die deutsche Belegschaft und auch ausländische Arbeiter keine richtige Unterkunft mehr hatten, dann wurde mir diese Sache geschildert. Und daraus weiß ich aber, dass das, was hier in dem Affidavit Jaeger steht, kein Zustand gewesen sein kann, der auf Dauer war, sondern das kann nur ein Zustand gewesen sein, der vielleicht durch Fliegerangriffe auf vorübergehende Zeit auf 8 oder 14 Tage geherrscht hat und der dann wieder abgestellt wurde. Es ist klar, dass nach einem schweren Fliegerangriff in einer Stadt die gesamte hygienischen Einrichtungen, die Wasserversorgung, Gasversorgung und all das, Stromversorgung, ausgefallen war, stark beschädigt war, sodass vorübergehend sehr schwierige Verhältnisse eintraten. I remind you that Dr. Jaeger's affidavit relates to the time of October 1942. And that he was a witness here. And, of course, his testimony you're familiar with. Yeah. Well, now I'll call your attention to a new document, which is D-361. And would become United States of America Exhibit 893, a document signed by the office chef of the Locomotive Construction Works, describing conditions of his labor supply, foreign labor. And I'm not suggesting, I repeat, I'm not suggesting that this was your responsibility. I'm suggesting it's the responsibility of the regime.
I should like to read this, despite its considerable length. I received, this is dated at the boiler making shop, the 25th of February, 1942, addressed to Huppe by way of Winters and Schmidt. I received the enclosed letter of the 18th of this month from the German Labor Front, sent to my private address, inviting me to the office of the German Labor Front, giving its address and date. I tried to complete the business, which I did not know about, by telephone. The answer from the German Labor Front was that the matter was very important and demanded my personal appearance. Thereupon, I asked Mr. Jungrich of the Department for Social Labor Matters whether I had better go. He answered, "You probably don't have to, but it would be better if you went." About 9:50, I went round to room 20 at this place and met Herr Prior. The following event provided the cause for this conversation, which Herr Prior carried on in a very lively manner and which lasted about half an hour. On the 16th, 23 Russian prisoners of war were assigned to number 23 boiler shop. The people came in the morning without bread and tools. During both breaks, the prisoners of war crept up to the German workers and begged for bread, pitifully pointing out their hunger. At the first midday, the works had the opportunity of distributing the food which remained over from the French POWs amongst the Russians. In order to alleviate these conditions, I went to the Wiedkamp kitchen on the 17th, on instructions from Herr Thiel, and talked to the head of the kitchen, Fräulein Block, about the provision of the midday meal. Fräulein Block promised me the food immediately, and also lent me the 22 sets of eating utensils, which I asked for. At the same time, I asked Fräulein Block to give any food left over by the 800 Dutchmen messing there to our Russian POWs at midday until further notice. Fräulein Block promised to do this too, and the following midday, she sent down a container of milk soup as an extra. The following midday, the ration was short in quantity. Since a few Russians had collapsed already, I telephoned Fräulein Block and asked for an increase in the food as the special ration had ceased from the second day onwards. As my telephone conversation was unsuccessful, I again visited Fräulein Block personally. Fräulein Block refused in a very abrupt manner to give any further special ration. Now, regarding the discussion in detail, Herr Prior, two other gentlemen of the DAF, Fräulein Block, head of the Wiedkamp kitchen, were present in the room. Herr Prior commenced and accused me, gesticulating in a very insulting manner, saying that I had taken the part of the Bolsheviks in too apparent a way. He referred to the law paragraphs of the Reich government, which spoke against it. I was unfortunately not clear about the legal position. Otherwise, I would have left the conference room immediately. I then tried to make it clear to Herr Prior, with special emphasis, that the Russian prisoners of war were assigned to us as workers and not as Bolsheviks. The people were starved,
and not in a position to perform the heavy work with us in boiler making, which they were supposed to do. Sick people are a liability to us and not a help to production. To this remark, Herr Prior stated that if one was worth nothing, then another was, that the Bolsheviks were a soulless people, and that if 100,000 of them died, another 100,000 would replace them. On my remarking that such a coming and going would not attain our goal, namely the delivery of locomotives to the Reich railways, which were continually cutting down the time limit, Herr Prior said, deliveries are only of secondary importance here. My attempts to get Herr Prior to understand our economic needs were not successful. In closing, I can only say that, as a German, I know our relations to the Russian prisoners of war exactly. And in the AM case, I dealt only on behalf of my superiors and in the sense of the increase in production which is demanded from us. Signed, Solling, Office Chief, Locomotive Construction Works. And there is added this letter as a part of the communication, signed by Thaley. I have the following to add to the above letter. After the Russian PWs had been assigned to us on the 16th of this month by labor supply, I got into touch with Dr. Lehman immediately about their food. I learned from him that the prisoners received 300 grams of bread each between 4 a.m. and 5 a.m. I pointed out that it was impossible to last until 1,800 hours on this ration of bread. Whereupon Dr. Lehman said that the Russians must not be allowed to get used to the Western European feeding. I replied that the prisoners of war could not do the work required of them in the boiler construction shop on that food, and that it was not practical for us to have these people in the works any longer under such conditions. At the same time, I demanded that if the Russians continued to be employed, they should be given a hot midday meal, and that if possible, the bread ration should be split so that one half was distributed early in the morning and the second half during our breakfast break. My suggestion has already been carried out by us with the French prisoners of war and has proved to be very practical and good. Unfortunately, however, Dr. Lehman took no notice of my suggestion, and on this account, I naturally had to take matters into my own hands and therefore told Herr Scholling to get the feeding of the Russian prisoners of war organized on exactly the same lines as French prisoners of war, so that the Russians could, as soon as possible, carry out the work they were supposed to do. For the whole thing concerns an increase in production, such as is demanded from us by the Minister of Munitions and Armaments and by the DAF. Now, I ask you, in the first place, if the position of the Chief of the Locomotive Construction Works wasn't entirely a necessary position in the interests of production. Es ist klar, dass ein Arbeiter, der ungenügend ernährt ist, nicht eine gute Leistung vollbringen kann. Und ich habe gestern bereits gesagt, dass jeder Betriebsführer und ich an der Spitze natürlich ein Interesse daran hatten, gut ernährte und auch zufriedene Arbeiter zu haben, weil schlecht ernährte und unzufriedene Arbeiter mehr Ausschuss fabrizieren, weil die Fehlerquellen größer werden. Hier zu diesem Dokument möchte ich auch Folgendes sagen. Das Dokument ist vom 25. Februar 1942.
Es war zu dieser Zeit offizielle Weisung, dass die russischen Kriegsgefangenen und auch die russischen ausländischen Arbeiter, die frisch in das Reich hereinkamen, schlechter behandelt werden als wie die westlichen Kriegsgefangenen, die westlichen Arbeiter. Mir wurde das bekannt durch Beschwerden von Betriebsführern. Und in meinem Dokumentenbuch ist vom Mitte März 1942, also etwa 3-4 Wochen nach diesem Dokument, ein Führerprotokoll enthalten, in dem ich Hitler darauf aufmerksam machte, dass die Ernährung der russischen Kriegsgefangenen, der russischen Arbeiter absolut unzureichend sei und dass sie auf eine genügende Ernährung gebracht werden müssen. Und dass außerdem die russischen Arbeiter wie Kriegsgefangene hinter Stacheldraht gehalten würden und dass auch das abgestellt werden müsste. Und aus dem Protokoll geht hervor, dass ich in beiden Fällen bei Hitler erreichte, dass die Zustände abgeändert werden sollten und auch abgeändert wurden. Ich muss hier weiter sagen, dass es wirklich ein Verdienst von Saukel ist, dass er hier gegen eine Welle von Unverstand zunächst ankämpfte und alles tat, damit die ausländischen Arbeiter und die Kriegsgefangenen besser behandelt werden und eine anständige Verpflegung bekommen. Well, we'll go on with a little further of the conditions later, because I'm going to ask you, if you're not responsible and Sokol is not responsible, who is responsible for these conditions? And you can keep it in mind that that's the question that we're coming up to here. I'll show you a new document, which is a statement, D398, which would be Exhibit United States of America 894, a statement taken by the British-American team in the investigation of this work camp at Krupps. Well, D321, I can use that just as well now. We use document 321, which becomes 893. Eight, 894 was the last number you gave us. For this document you're now offering. Three, 391 would be 895. Now this relates to this is an employee of the Reichs Railway. None of our investigation, I may say, is based on the statements of the prisoners themselves. I, the undersigned Adam Schmidt, employed as Betriebswart on the Essen West Railway Station and residing, stating his residence, make the following statement. I have been employed by the Reichs Railway since 1918 and have been at Essen West Station since 1935. In the middle of 1941, the first workers arrived from Poland, Galicia, and Polish Ukraine. They came to Essen in goods wagons, in which potatoes, building material, and also cattle have been transported, were brought to perform work at Krupp.
The trucks were jammed full with people. My personal view was that it was inhuman to transport people in such a manner. The people were squashed closely together, and they had no room for free movement. The Krupp overseers laid special value on the speed the slave workers got in and out of the train. It was enraging to every decent German who had to watch this, to see how the people were beaten and kicked and generally maltreated in a brutal manner. In the very beginning, as the first transports arrived, we could see how inhumanly these people were treated. Every wagon was so overfilled that it was incredible that such a number could be jammed into one wagon. I could see with my own eyes that sick people who could scarcely walk, they were most people with foot trouble, injured, and also people with internal trouble, were taken to work. One could see that it was sometimes difficult for them to move themselves. The same can be said for the Eastern workers and prisoners of war who came to Essen in the middle of 1942. He then describes their clothing and then describes their food. In the interests of time, I'll not attempt to read the entire thing. Do you consider that that too is an exaggerated statement? Wenn die Arbeiter aus dem Osten nach Deutschland kamen, werden sie zweifellos in ihrer Bekleidung schlecht gewesen sein. Aber ich weiß von Saugel, dass in dieser Zeit seiner Tätigkeit viel getan wurde, um diese Arbeiter besser zu bekleiden. Und wir haben in Deutschland viele der russischen Arbeiter in einen bedeutend besseren Zustand versetzt, als sie vor dem waren, in Russland waren. Die russischen Arbeiter waren bei uns sehr zufrieden. Es ist also nicht gesagt, dass wenn sie hier in zerlumpt ankamen, dass das eine Schuld von uns war. Wir konnten zerlumpte Arbeiter mit schlechtem Schuhwerk nicht brauchen in der Industrie. Und daher wurde das auch abgestellt. Well, now, I'd like to call your attention to D398. Well, before you pass from that, what do you say about the conditions of the transport? Yeah. The question you were asked was whether this was an exaggerated account. You haven't answered that, except for the reference to clothing. Ja, Herr Präsident, ich kann über diese Transportsache keine Auskunft geben, weil ja ich darüber keine Berichte bekommen habe. Well, I'll ask you about Exhibit 398, which becomes 894. I mean document 398, which becomes exhibit 394. Statement by Hoffer, living in Essen. I worked with Lohenkamp in the armor building shop number 4 since April 1943. Lohenkamp was very brutal to the foreigners. He confiscated food which belonged to the PWs and took it home. Every day he mishandled Eastern workers, Russian PWs, French, Italian, and other foreign civilian persons. He had a steel box built, which was so small one could hardly stand in it. He locked foreigners in the box, also females, up to 48 hours without giving the people food. They were not released
in order to relieve nature. It was forbidden for other people either to give any help to the persons locked in or to release them. Whilst clearing an unofficial camp, he fired on fleeing Russian civilians without hitting any of them. One day, whilst distributing food, I saw how he hit a French civilian in the face with a ladle and made his face bleed. Further, he delivered Russian girls without bothering about the children afterwards. There was never any milk for them, so the Russians had to nourish the children with sugar water. When Lohenkamp was arrested, he wrote two letters and sent them to me by way of his wife. He tried to make out that he never hit people. There's a good deal more of this. I'll not bother to put it into the record. Is it your view that that's exaggerated? Ich halte das Affidavit für gelogen. Ich möchte sagen, dass im deutschen Volk gibt es etwas derartiges nicht. Und wenn derartige Einzelerscheinungen auftraten, dann wurden sie bestraft bei uns. Es ist nicht möglich, hier das deutsche Volk in dieser Weise in Schmutz zu ziehen. Und auch die deutschen Betriebsführer waren anständige Menschen, die sich um ihre Arbeiter gekümmert haben. Die Menschen, die sich um ihre Arbeiter gekümmert haben. Wenn der Betriebsführer bei Krupp... What about the steel box? Nein, glaube ich nicht. 1945 wurden bestimmt sehr viel abgestellt, die nicht ganz da waren. Bei das ist Nachlage, ist das ohne weiteres hin. Well, document 258. Importance to this as establishing the SS as being the guards. The camp inmates were mostly Jewish women and girls from Hungary and Romania. The camp inmates were 1944 and were put to work at the camp prisoners was beneath all dignity. Prisoners were accommodated in simple, these huts were, and from that damp cellar. I could observe from the Krupp's factory during the lunch break how the prisoners boiled their underclothing in an old bucket or container over a wood fire and cleaned themselves. A slit trench served as an air raid shelter, whilst the SS guards went to the Humboldt shelter, which was bomb-proof. Reveille was at 5 a.m. There was no coffee or any food served in the morning. They marched off to the factory at 5:15. They marched for 3/4 of an hour to the factory, poorly clothed and badly shod, some without shoes, and covered with a blanket by rain or snow. Work began at 6 a.m. Lunch break was from 12 to 12:30. Only during the break was it at all possible for the prisoners to cook something for themselves from potato peelings and other garbage. The daily work period was one of 10 to 11 hours. Although the prisoners were completely undernourished, their work was very heavy physically. The prisoners were often maltreated at their work benches by Nazi overseers and female SS guards. At 5 or 6 in the afternoon, they were marched back to camp. The accompanying guards consisted of female SS, who, in spite of the protests from the civil population, often maltreated the prisoners on the way back by kicks, blows, and scarcely repeatable words. It often happened that individual women or girls had to be carried back to camp by their comrades owing to exhaustion.
At 6 or 7, these exhausted people arrived back in camp. Then the real midday meal was distributed. This consisted of cabbage soup. This was followed by the evening meal of water soup and a piece of bread, which was for the following day. Occasionally, the food on Sundays was better. An inspection of the camp, as long as it existed, was never undertaken by the firm of Krupp. On the 13th of March, 1945, the camp prisoners were brought to Buchenwald concentration camp, and from there some were sent to work. The camp commandant was Oberscharführer Rick. The present whereabouts, or that doesn't matter. In your estimation, that, I suppose, is also an exaggeration. Wie ich aus dem Dokument didn't hear the answer. Herr Präsident. I thought the witness, where the defendant said something. Herr Präsident, darf ich die Aufmerksamkeit des Gerichts auf die Urkunde selbst lenken, die mir allerdings nur in Abschrift vorliegt? Da steht oben drüber, vor Militärgericht auf Eid abgegeben. Und drunter steht eine gewöhnliche Unterschrift. Es steht weder darin, dass es sich um eine eidesstattliche Erklärung, um ein Affidavit oder so etwas handelt, sondern es steht da nur, weitere Nachforschung muss noch angestellt werden, gezeichnet Hubert Karden. Und dann steht, das ist offenbar der Name des Mannes, der die Erklärung abgibt. Und dann steht links eine weitere Unterschrift. Kriminalassistent soll das heißen, das ist ein Polizeibeamter. ZPR, das heißt zur Probe oder zur Prüfung, also ein Mann, der vielleicht später einmal die Aussicht hat, Anwärter im Kriminaldienst zu werden, der hat seinen Namen drunter gesetzt. Und dann steht eine weitere Unterschrift, C.E. Long, Major President. Kein Wort steht hier drin, dass eine dieser drei Namen den Inhalt dieses Berichtes als eidesstattlich abgeben wollen. Und ich glaube daher, dass man diese Urkunde nicht als Affidavit in dem Sinne verwenden sollte. Yes, Mr. Justice Jackson, do you wish to say anything? The document shows for itself. As I have pointed out to this witness, I'm giving him the result of an investigation. I'm not charging him with personal responsibility for these conditions. I intend to ask him some questions about responsibility for conditions in the camp. Well, there's a statement at the top of the copy that I've got, sworn on oath before a military court. They were taken in Essen in this investigation. And of course, if I were charging this particular defendant with the responsibility, there might be some argument about it, but they come under the head, they clearly come under the head of the charter, which authorizes the receipt here of proceedings of other courts. Have you got the original document there? Thank you.
the tribunal sees no objection to the document being used in cross-examination? Here this, 382. Now, did you give it an exhibit number? I should have. It's 896, yes. The right, Sir Tom. I now want to call your attention to exhibit number 382. Ja. Ich wollte auf das Dokument nur antworten. Mr. Justice Jackson, there are some photographs which have been put before us. Are they identified and form part of an exhibit? They form part of the exhibit which I'm now offering. I see. But the witness desires to comment on the last document, and I'll listen to that before we go ahead. Ich möchte zunächst grundsätzlich sagen, weil Sie des Öfteren über meine Nichtverantwortlichkeit gesprochen haben. Falls diese Zustände allgemein so gewesen wären, würde ich aufgrund meiner gestrigen Erklärung mich mit dafür verantwortlich fühlen. Ich lehne es ab, hier aus der Verantwortung herausgeschoben zu werden. Aber die Zustände waren nicht so, wie sie hier geschildert werden. Es sind hier Einzelfälle, die vorgetragen werden. Zu diesem Dokument hier möchte ich nur feststellen, es scheint sich, nach dem, was ich aus dem Dokument entnehmen kann, um ein Konzentrationslager, um eines dieser kleinen Konzentrationslager zu handeln, die in der Nähe der Betriebe waren. Die Betriebe konnten diese Lager nicht besichtigen. Daher ist der Satz durchaus richtig, in dem steht, dass der Vertreter des Betriebes niemals das Lager gesehen hat. Die Bewachung durch SS deutet auch darauf hin, dass es sich um eines der Konzentrationslager handelt. Wenn die Frage, die Sie vorhin an mich richteten, ob die Arbeitslager bewacht waren, der ausländischen Arbeiter, sich auf dieses Dokument bezieht, dann war Ihr Schluss falsch. Denn so viel ich weiß, sind die anderen Arbeitslager nicht bewacht worden von der SS oder von sonstigen Organisationen. Also, meine Stellung ist ja so, dass ich mich hier verpflichtet fühle, ein Unrecht, das man den Betriebsführern machen könnte, von diesen fernzuhalten. Und der Betriebsführer konnte sich um die Zustände in einem derartigen Lager nicht kümmern. Ich selbst kann keine Stellung dazu abgeben, ob die Zustände in diesem Lager so waren. Wir haben hier im Prozess sehr viel Material über die Zustände in Konzentrationslagern bekommen. Well, now I'll ask to have you shown exhibit number 382. I should say document D382, which would be United States exhibit 897. Now that's the statement of several as to one of those steel boxes which stood in the foreign workers' camp in the grounds of number 4 armor shop and those of the Russian camp. I don't know that it's necessary to read the complete descriptions. Is that merely an individual instance, or what is your view of that circumstance? Was
Was hier abgebildet ist, ist ein ganz normaler Kleiderspind, wie er in jedem Werk benutzt wurde. Das also die Fotografien sind haben keinen Beweiswert. Very well, I'll ask to have you shown exhibit 230, D230 of our, together with the D230 is a, yes, perhaps not. D230 is a an inter-office record that the steel switches, and the steel switches which have been found in the camp will be shown to you. Of them distributed according to the reports. Soll ich dazu mich äußern? If you wish. Ja. Das ist nichts anderes als wie ein Ersatz für einen Gummiknüppel. Wir hatten ja an sich kein Gummi und daher werden wahrscheinlich die Bewachungsmannschaften etwas derartiges gehabt haben. That's the same inference that I drew from the document. Ja, aber die Bewachungsmannschaften haben ja nicht mit diesem Gummiknüppel sofort zugeschlagen, so wenig wie ihre Polizisten mit diesem Stahlding zugeschlagen, so wenig wie ihre Polizisten sofort mit dem Gummiknüppel zuschlagen. Aber sie müssen ja irgendein etwas in der Hand haben. Das ist in der ganzen Welt, ist das so. Well. We won't argue that point. This becomes 898. Ich bin kein Fachmann, ich nehme nur an, dass es so ist. Ich kann es nicht auf meinen Eid aussagen, dass es tatsächlich so war. Es war nur eine Argumentation. 230. Did you give a number to that? 898, Your Honor. Yes. Now, 899 would be our document 283. Which is a 1943 report from the Krupp hospitals taken from the files of the Krupp. Have you shown him the original? The subject, cases of deaths of Eastern workers. 54 Eastern workers have died in the hospital. Four of them as a result of external causes and 50 as a result of illness. Causes of death in the cases of these 50 Eastern workers who died of illnesses were the following. Tuberculosis, 38. Malnutrition, 2. Internal hemorrhage, 1. Disease of the bowels, 2. Typhus, 1. Pneumonia, 3. Appendicitis, 1. Liver trouble, 1. Abscess the brain, 1. This list therefore shows that 4/5 died of tuberculosis and malnutrition.
Now, did you have any reports from time to time as to the health conditions of the labor which was engaged in your production program? Ich möchte zunächst zu dem Dokument Stellung nehmen. Das aus dem Dokument geht nicht hervor, wie groß die Gesamtzahl der Arbeiter ist, auf die sich die verstorbene Zahl bezieht. Und sodass man nicht sagen kann, ob das nun ein unnatürlich hoher Krankenstand ist. Ich habe in einer Sitzung der zentralen Planung, die ich hier nochmal gelesen habe ich festgestellt, dass einmal gesagt wurde, dass die russischen Arbeiter einen hohen Stand an Tuberkulose haben. Ich weiß nicht, ob Sie das damit meinen mit der Information. Das war eine Bemerkung, die Pleiger mir gegenüber gemacht hat. Aber wir haben darauf auch dann wahrscheinlich mit den zuständigen Gesundheitsämtern versucht, diesen Zustand abzustellen. There was an abnormally high rate among deaths, of deaths from tuberculosis. There's no doubt about that, is there? Das weiß ich nicht, ob da ein abnormal hoher Todesprozentsatz war. Aber es war zeitweise ein abnorm hoher Prozentsatz an Tuberkulose. Yeah. Well, the exhibit does not show whether the death rate itself was abnormally high, but it shows an abnormal proportion of deaths from tuberculosis among the total deaths, doesn't it? 80% deaths from tuberculosis is a very high incidence of tuberculosis, isn't it? Das kann sein, das kann ich nicht aus eigenem Wissen sagen. Well, now let's have you shown... Did you give that a number? That'll be 899, will it? 899, Your Honor. Now let me ask you to be shown document 335. This is a report from the files of Krupp, dated at Essen, the 12th of June, 1944, directed to the Go Camp doctor, Herr Dr. Jäger, signed by Stennisbeck. In the middle of May, I took over the medical supervision of the PW Camp 1420 in the Nogarestrasse. The camp contains 644 French prisoners of war. During the air raid on the 27th of April of this year, the camp was largely destroyed, and at the moment, conditions are intolerable. 315 prisoners are still accommodated in the camp. 170 of these are no longer in huts, but in the tunnel in Grunertstrasse on the Essen-Moulin railway line. This tunnel is damp and is not suitable for continued occupation of human beings. The rest of the prisoners are accommodated in 10 different factories in Krupp's works. The first medical attention is given by a French military doctor who takes great pains with his fellow countrymen. Sick people from Krupp's factories must be brought to the sick parade, too. This parade is held in the lavatory of a burned-out public house outside the camp, the sleeping accommodation of the four French medical orderlies is in what was the urinal room. There is a double-tier wooden bed.
available for sick bay patients. In general, treatment takes place in the open. In rainy weather, it has to be held in the small room. These are insufferable conditions. There are no chairs, tables, cupboards, or water. The keeping of a register of sick people is impossible. Bandages and medical supplies are very scarce, although people badly hurt in the works are often brought here for first aid and have to be bandaged before being taken to the hospital. There are many strong complaints about food, to which the guard personnel confirm as being justified. Illness and loss of manpower must be reckoned with under these circumstances. The construction of huts for the accommodation of prisoners and the building of sick quarters for the proper treatment of sick persons is urgently necessary. Please take the necessary steps. Steinesbeck. Das ist ein Dokument, aus dem hervorgeht, wie die Zustände sein können nach schweren Fliegerangriffen. Die Zustände waren für deutsche und für ausländische Arbeiter in diesen Fällen gleich. Dass keine Betten, keine Schränke und nichts mehr zur Verfügung stand, war dadurch hervorgerufen, dass das Barackenlager, in dem das vorher alles vorhanden war, abgebrannt war. Dass die Verpflegung in dieser Zeit im Ruhrgebiet oft stockte, war darauf zurückzuführen, dass mit Schwerpunkt von der Luftwaffe die Verkehrsanlagen angegriffen wurden und dadurch die Lebensmitteltransporte nicht mehr in dem Umfang in das Ruhrgebiet hereingefahren werden konnten. Das waren vorübergehende Zustände, die dann wieder, wenn die Fliegerangriffe eine kleine Pause machten, verbessert werden konnten. Und wir haben uns ja alle Mühe gegeben, dann wie die Katastrophe noch stärker wurde, ab September, Oktober 1944, oder vielmehr ab November 1944, das erste Mal, die Ernährung dann entsprechend vor die Rüstungsbelange zu stellen, um dafür zu sorgen, dass bei diesen Schwierigkeiten die Arbeiter in erster Linie verpflegt werden und nicht und die Rüstung einen Schritt zurückstehen muss. Well, then you did make it your business to get food and to see to the conditions of these workers. Do I understand that you did it? That you took steps? Es ist richtig, dass ich das getan habe. Und ich bin auch froh, dass ich das getan habe. Selbst wenn mir hieraus ein Vorwurf gemacht werden sollte. Denn das ist eine allgemein menschliche Pflicht, dass wenn man von irgendwelchen Missständen dieser Art hört, dass man dann versucht, sie abzustellen, selbst wenn man nicht dafür zuständig ist. Aber es hat ja hier der Zeuge Rieke ausgesagt, dass die ganze Ernährungsfrage ja vom Ernährungsministerium behandelt wurde. Well, it was an essential part of production, was it not, to keep workers in proper condition to produce. That's elementary, isn't it? Nein, das ist eine falsche Formulierung. Well, you formulate it for me as to what the relation is between the nourishment of workers and the amount of production produced. Ich habe ja gestern bereits ausgeführt, dass die Zuständigkeiten für die Arbeitsbedingungen aufgeteilt waren in das Ernährungsministerium, in das Gesundheitsamt beim Reichsinnenminister, in die Stelle des Treuhänders der Arbeit beim Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und so weiter und so weiter. Und hier gab es keine zusammenfassende Zuständigkeit, die vielleicht bei mir zusammengelaufen wäre. Es fehlte bei uns im Reich, fehlte
da durch unsere Staatskonstruktion fehlte die zusammenfassende Stelle in der Form des Reichskanzlers, die an sich diese ganzen Ressorts zusammengefasst hätte und zu gemeinsamen Beratungen geführt hätte. Aber ich als der für die Produktion Verantwortliche hatte mit diesen Dingen verantwortlich nichts zu tun. So wie ich aber von Betriebsführern oder von meinen Hauptausschussleitern irgendwelche Klagen hörte, habe ich selbstverständlich alles unternommen, um diese Klagen zu beseitigen. The Krupp works. Can we break off now? Anytime, okay. Now the tribunal will go on with the cross-examination. Perhaps, Your Honor, the photographs in evidence are left a little unintelligible if the record doesn't show the description of them, which perhaps I should read in briefly. The photographs of the torture cupboard which stood in the foreign workers' camp in the grounds of number 4 armor shop and those of the dirty, neglected Russian camp were shown to us, and we depose the following on oath. Photograph A shows an iron cupboard which was specially manufactured by the firm of Krupp to torture Russian civilian workers to an extent that cannot possibly be described by words. Men and women were often locked into a compartment of the cupboard in which hardly any man could stand up for long periods. The measurements of this compartment are height, 1 52 1/100 meters, breadth and depth, 40 to 50 centimeters each. Frequently, even 2 people were kicked and pressed into one compartment. A Russian, well, I won't read the rest of that. Photograph B shows the same cupboard as it looks when it was locked. Photograph C shows the cupboard open. Photograph D, we see the camp that was selected by the Krupp Directorate to serve as living quarters for the Russian civilian workers. The individual rooms were 2 to 2.5 meters wide, 5 meters long, and 2 meters high. In each room, up to 16 persons were accommodated in double-tier beds. I think that makes it. Mr. Justice Jackson, one moment. I think you ought to read the last 3 lines of the second paragraph, beginning at the top of the cupboard. Oh, yeah. I'm sorry. At the top of the cupboard, there are a few sieve-like air holes through which cold water was poured on the unfortunate victims during the ice-cold winter. And I think you should read the last 3 lines of the penultimate paragraph, in view of what the defendants said about the evidence. We are in closing. 2 letters which Commandant Lohenkamp had smuggled out of prison in order to induce the undersigned Hoffer to give evidence favorable to him. And perhaps I should read the last. The undersigned, Dom, one of the signers, personally saw how 3 Russian civilian workers were locked into the cupboard, 2 in one compartment, after they had first been beaten on New Year's night, 1945. 2 of the Russians had to stay the whole of New Year's night locked into the cupboard, and cold water was poured on them as well. I may say to the tribunal that we have upwards of 100 different statements and depositions.
relating to the investigation of this camp. I'm not suggesting offering them because I think they'd be cumulative, and I shall be satisfied with one more, D313, which would become Exhibit 901, which is a statement by a doctor. A prisoner of war camp and a labor camp. There were labor camps and prisoner of war camps at Essen. I have not understood that it was a concentration camp. But I admit the distinction is a little thin at times. This document, I, the undersigned, Dr. Apolinary Gutwicki, a doctor in the Polish Army, was taken prisoner by the Germans on the 3rd of January, 1941, and remained as such until the entry of the Americans. I gave medical attention to the Russian, Polish, and French prisoners of war who were forced to work in various places of Krupp's factories. I personally visited the Russian prisoner of war camps in Ramestrasse, in Essen, which contained about 1,800 men. There was a big hall in the camp, which could house about 200 men comfortably, in which 300 or 400 men were thrown together in such a catastrophic manner that no medical treatment was possible. The floor was cement, and the palaces on which the people slept were full of lice and bugs. Even on cold days, the room was never heated, and it seemed to me, as a doctor, unworthy of human beings that people should find themselves in such a position. It was impossible to keep the place clean because of the overcrowding of these men who had hardly room to move about normally. Every day, at least 10 people were brought to me whose bodies were covered with bruises on account of the continual beating with rubber tubes, steel switches, or sticks. The people were often writhing in agony, and it was impossible for me to give them even a little medical aid. In spite of the fact that I protested, made complaints, and was often impossible for me to give them even a little medical aid. Apparently there's a repetition in the affidavit, in the mimeography. In spite of the fact that I protested, made complaints, and was often interviewed, it was impossible for me to protect the people or see that they got a day off from work. It was difficult for me to watch how such suffering people could be dragged to do heavy work. I visited personally, and myself in danger, gentlemen of the Krupp administration, as well as gentlemen from the Krupp directorate, to try to get help. It was strictly forbidden, as the camp was under the direction of the SS and Gestapo, and according to the well-known directives, I had to keep silent. Otherwise, I could have been sent to a concentration camp. I have brought my own bread innumerable times to the camp in order to give it to the prisoners as far as it was possible, although bread was scarce enough for me. From the beginning in 1941, conditions did not get better, but worse. The food consisted of a watery soup, which was dirty and sandy, and often the prisoners of war had to eat cabbage which was bad and stank. I could notice people daily who, on account of hunger or ill treatment, were slowly dying. Dead people often lay for 2 or 3 days on the beds until their bodies stank so badly that fellow prisoners took them outside and buried them somewhere. The dishes out of which they ate were also used as toilets, because they were too tired or too weak from hunger to get up and go outside. At 3 o'clock, they were wakened. The same dishes were then used to wash in and later for eating out of. This manner was generally known. In spite of this, it was impossible for me to get even elementary help or facilities in order to get rid of these epidemics, illnesses, or cases of starvation. There can be no mention of medical aid for the prisoners. I never received any medical supplies myself.
In 1941, I alone had to look after these people from a medical point of view. But it is quite understandable that it was impossible for me, as the only one, to look after all of these people. And apart from that, I had scarcely any medical supplies. I could not think what to do with a number of 1,800 people who came to me daily crying and complaining. I myself often collapsed daily, and in spite of this, I had to take everything upon myself and watch how people perished and died. A report was never made as to how the prisoners of war died. I have seen with my own eyes the prisoners coming back from Krupps and how they collapsed on the march and had to be wheeled back on barrels or carried by their comrades. It was in such a manner that the people came back to the camp. The work which they had to perform was very heavy and dangerous, and many cases happened where people had cut their fingers, hands, or legs. These accidents were very serious, and the people came to me and asked me for medical help. But it wasn't even possible for me to keep them from work for a day or two, although I had been to the Krupp Directorate and asked for permission to do so. At the end of 1941, two people died daily, and in 1942, deaths increased to 3 to 4 a day. I was under Dr. May, and I was often successful in getting him to come to the camp to see the terrible conditions and listen to the complaint. But it was not possible for him to get medical aid from the medical department of the Wehrmacht or Krupps, or to get better conditions, treatment, or food. I was a witness during a conversation with some Russian women who told me personally that they were employed in Krupp's factory and that they were beaten daily in a most bestial manner. The food consisted of a watery soup which was dirty and unedible, and its terrible smell could be noticed from a distance. The clothing was ragged and torn, and on their feet they had rags and wooden shoes. Their treatment, as far as I could make out, was the same as that of the PWs. Beating was the order of the day. The conditions lasted 4 years, from the very beginning until the day the American troops entered. The people lived in great anxiety, and it was dangerous for them to describe to anyone anywhere these conditions which reigned in their camps. The directions were such that they could have been murdered by any one of the guards, the SS, or Gestapo if they noticed it. It was possible for me as a doctor to talk to these people. They trusted me and knew that I was a Pole and would never betray them to anyone. Signed, anyone. Signed by Dr. Molinari. Gatawiki. Now, you have explained that some of these conditions were due, in your judgment, to the fact that bombing took place and the billets of the prisoners and workers were destroyed. Das stimmt, aber das sagt noch nicht, dass derartige Zustände, wenn sie überhaupt zutreffen sollten, verallgemeinert werden können. I'm sorry, my device had been turned to the wrong dial and I didn't get that. Would you give me that answer? Das stimmt, aber ich möchte darauf aufmerksam machen, zugehen können. Abgesehen davon glaube ich auch nicht, dass das stimmt, was hier drin steht. Aber ich kann mich ja dazu nicht äußern, da Sie ja mir nicht zumuten können, dass ich mich in den Lagern der Firma Krupp auskenne. Well, in the first place, was it considered proper by you to billet forced workers and prisoners of war so close to military targets as these prisoners were? Ich möchte hier nicht
Ihnen verschiedene sagen, was jedem Deutschen auf dem Herzen liegt. Es wurden keine militärischen Ziele angegriffen. Infolgedessen waren die Lager auch nicht in der Nähe von militärischen Zielen. And you didn't consider the Krupp plants proper targets. Die Lager waren nicht in den Kruppwerken, die Lager waren in der Nähe der Stadt Essen. In der Nähe der Werke selbst haben wir grundsätzlich keine Lager gemacht, weil wir dachten, dass diese bombardiert werden und wir nicht haben wollten, dass diese Lager zerstört werden. Did you notice that the one of the photographs in evidence shows the camp directly against the works? Ich möchte es gerne noch mal sehen dann. Auf dieser Fotografie ist zu erkennen, dass im Hintergrund ein größeres Werk vorhanden ist. Aber das ändert nichts an meiner Aussage, dass wir fast ausschließlich die Lager außerhalb der Städte untergebracht haben. Ich weiß nicht, wieso das hier nun der Fall ist. Ich kann auch nicht sagen, ob das ein Lager war oder eine Umkleidebaracke oder sonst etwas, was in der Nähe des Lagers notwendig war. Ich glaube ja immer noch, dass diese Schränke, Kleiderspinde waren und dass das hier eine der vielen Baracken ist, die notwendig sind, um die Arbeitskräfte vor Beginn der Arbeit und nach Beendigung der Arbeit sich umkleiden lassen zu können. Dass es Kleiderspinde sind und keine Spezialschränke, kann Ihnen jeder Fachmann in Deutschland sagen, weil das ein normalisiert hergestellter Gegenstand ist. Dafür spricht auch, dass Luftöffnungen oben sind, denn jeder Kleiderschrank hat zur Entlüftung oben und unten Luftöffnungen. As production minister, you were vitally interested in reducing the sickness rate, weren't you, among workers? Ich hatte ein Interesse daran, dass die Arbeitsleistung hoch ist, das ist klar. Und dazu gehört an sich das auch im Spezialfall. Well, it's special cases. It's part of production is in all cases, isn't it? Dependent on the sickness rate of your labor force. Isn't it a fact? As a man engaged in production, isn't it a fact that the two greatest difficulties with manpower in production are sickness and rapid turnover, and that those factors reduce production? Diese beiden Momente waren für uns störend. Sie waren aber an sich nicht so ausgedehnt, wie es aus Ihren Worten zu sein scheint. Die Krankheitsfälle waren ein ganz geringer Prozentsatz und meiner Ansicht nach etwa normal. Allerdings wurde durch Flugblätter, die abgeworfen wurden, die Arbeiterschaft dazu aufgefordert, Krankheiten vorzutäuschen. Und es wurden in diesen Flugblättern genaue Anweisungen an die Arbeiterschaft gegeben, wie man eine Krankheit vortäuschen kann. Und dagegen haben wir, wie mir die zuständigen Stellen, Maßnahmen ergriffen und ich hielt diese Maßnahmen für richtig. And what were those measures? Ich kann das im Einzelnen nicht sagen, weil ich ja diese Strafverordnungen nicht selbst gemacht habe und auch nicht zu bestimmen hatte,
So viel ich weiß, wurde das in Zusammenarbeit zwischen dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und den Polizeistellen oder den staatlichen Stellen gemacht. Aber die Zuständigkeit lag dabei bei den Stellen, die für Strafverfolgungen zuständig waren. Now, if you didn't know what they were, how can you tell us that you approved them? We always get to this blank wall that nobody knows what was being done. You knew that they were at least penalties of great severity, didn't you? Ich will, wenn ich sage, ich bin damit einverstanden, will ich zum Ausdruck bringen, dass ich mich in meiner Verantwortung hier nicht drücken will. Aber Sie müssen doch verstehen, dass ein Produktionsminister gerade bei den Fliegerangriffen eine ungeheure Aufgabe vor sich hat. Und dass ich mich um andere Dinge, die außerhalb meines Bereiches lagen, nur dann kümmerte, wenn irgendein ganz besonderer Umstand, ein ganz schwerer Umstand mich dazu zwang. Sonst war ich froh, wenn ich mit meiner eigenen Arbeit fertig wurde. Und schließlich war mein Aufgabenbereich ja nicht klein. Ich glaube, wenn Sie in England in der Zeit der deutschen Fliegerangriffe auf England den englischen Produktionsminister fragen würden, ob er Sorgen, die der Arbeitsminister hatte, geteilt hat und ob er sich darum kümmerte, wird Ihnen der englische Produktionsminister mit Recht sagen, ich hatte etwas anderes zu tun in dieser Zeit. Ich hatte meine Produktion hochzuhalten. Und ich musste sehen, was der Arbeitsminister, dass er auf seinem Sektor die Sache in Ordnung hält. Und es wird niemand dem englischen Produktionsminister einen direkten Vorwurf daraus machen, dass er sich nicht darum gekümmert hat. Production was your enterprise, and do you mean to tell me that you didn't have any records or reports on the condition of the manpower which was engaged in production, which would tell you if there's anything wrong in the sick rate or anything wrong in the general conditions of the labor? Das, was ich hörte, ist in der zentralen Planung enthalten. Oder vielmehr, da können Sie ein Spiegelbild bekommen von dem, was ich gehört habe, wenn auch viele andere Sitzungen stattfanden dazu. Ich kann das im Einzelnen nicht hier sagen, was ich gewusst habe. Denn das sind Dinge gewesen, die außerhalb meines Aufgabenbereichs lagen. Es ist aber selbstverständlich, dass wenn man in einem Staatsgebilde ist, dass man dann von den Dingen, die um einen herum liegen, auch etwas hört und dass man Missstände, die auf anderen Gebieten sind, erfährt. Aber es ist so, dass man diesen Missständen nicht verpflichtet ist, nachzugehen und dass man dann später nicht genau weiß, was im Einzelnen war. Sie können das mir nicht zumuten. Wenn Sie irgendeine Stelle haben, ich werde Ihnen gerne darauf Auskunft geben. All right, if these conditions assume that these conditions had been called to your attention and that they existed, with whom would you have taken it up to have them corrected? What officer of the government? Ein Minister würde in normaler Weise, würde er so handeln, er würde dieses Schreiben, würde er zur Zuständigkeit an die andere Behörde schicken, die dafür verantwortlich ist. Ich muss sagen, für meine Person sagen, dass wenn ich derartige Missstände gehört habe, habe ich versucht, diese abzustellen und habe mich dann unmittelbar mit dem zuständigen Mann in Verbindung gesetzt. Das war entweder die Arbeitsfront, zu der ich einen Verbindungsmann hatte, oder es wurde über meine Arbeitseinsatzdienststelle an Saugel gegeben. Bei mir war die Übung, dass wenn ich nicht mehr eine Rückmeldung bekam, dass ich die Sache für erledigt ansah. Denn ich konnte ja hinter diesen Sachen nicht nochmal her sein und dann noch nachfragen, ob es erledigt worden ist oder nicht. The Krupps then, you would not have taken it up with.
You did. You think they had no responsibility for these conditions? Es ist bei Krupp, bei Besuchen bei Krupp bestimmt darüber gesprochen worden, über die Zustände, die allgemein nach den Fliegerangriffen für die Arbeiter waren. Denn das war eine große Sorge für uns, und gerade für die Firma Krupp. Darüber war ich sehr genau im Bilde. Aber es wurde bei Krupp kein Unterschied, ist mir nicht erinnerlich, dass mir gesagt wurde, dass die ausländischen Arbeiter oder die Kriegsgefangenen in einer besonders schlechten Lage sind. Sie waren vorübergehend alle in einer sehr primitiven Lage. Die deutschen Arbeiter haben in Kellern gewohnt in dieser Zeit und hatten in einem kleinen Kellerraum waren auch 6 oder 8 Leute untergebracht. Your statement some time ago that you had a certain responsibility as a minister of the government for conditions, I should like to have you explain a little further. I'd like to have you explain what responsibility you refer to when you say that you assume your responsibility as a member of the government. Sie meinen die Erklärung, die ich gestern abgab, dass ich die mit an der Responsibility. What do you mean by your common responsibility along with others? Ja. Es gibt meiner Ansicht nach im Staatsleben 2 Verantwortungen. Die eine Verantwortung ist für den eigenen Sektor. Dafür ist man selbstverständlich voll verantwortlich. Darüber hinaus bin ich persönlich der Meinung, dass es für ganz entscheidende Dinge eine Gesamtverantwortung gibt und geben muss. Soweit man einer der Führenden ist. Denn wer soll denn sonst die Verantwortung für den Ablauf der Geschehnisse tragen, wenn nicht die nächsten Mitarbeiter um ein Staatsoberhaupt herum? Aber diese Gesamtverantwortung kann nur für grundsätzliche Dinge sein. Sie kann nicht sein, für die Abstellung von Einzelheiten, die sich in den Ressorts anderer Ministerien oder anderer verantwortlichen Stellen abspielen. Denn sonst kommt ja die gesamte Disziplin im Staatsleben vollständig in Durcheinander. Dann weiß ja kein Mensch mehr, wer etwas im Einzelnen, die Einzelverantwortung auf dem eigentlichen Arbeitsgebiet muss sauber und klar trotzdem erhalten bleiben für die Einzelpersonen. Well, your point is, I take it, that you as a member of the government and a leader in this period of time acknowledge a responsibility for its large policies, but not for all the details that occurred in their execution. Is that a fair statement of your position? Yeah. I think that, what would you say?